Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier in Thüringen. Wir fahren gerade unser Gras Deutschland an. Zwei Gefüge. Bin jetzt im Fendt unterwegs. Kontrolliert eben auch gleich. Ob er abkippt. Nicht alle Fahrzeuge sind der Beziehung gleich. Was es angeht mit Arbeitsweise, ne? Die richtigen Trecker kennen und so. Ne? Wenn das klappt, dann können wir gleich rüber zwischen zum Feld. Kontrolle zwecks Erledigung. Zwar wegen genau, das hat befürchtet. Baumproblem. Also nur noch Vorgewende bis mehr arbeiten. Also mindestens 3, insgesamt 6. Klingt ungünstig, weil ich nicht weiß genau, wo warst du auf, warst aufgehört. Gut, der eine. Muss ich bitte nachvollziehen, dass wir jetzt gucken. Runde hat er jetzt hier die Bahn gezogen, glaube ich. Oder? Nee. Ja, nicht. Wo kam er? Jetzt ungünstig, und das ist gerade der ich weiß der war ja auf der rechten Seite, dann war das hier im Grunde, hier geht's hoch rechts. Das ist schwierig gekommen. Ja. Haben wir hier gefahren. Das ist eine gute Frage jetzt, weil er da am Baum war. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und links. Viele Spuren, das ist hier von Hexagon. Das ist mir egal, Anführungszeichen. Wir werden mal sehen, dass wir hinter diesem anderen Fahrzeug fahren. Und der ist ja der Gegenfahrt, ne? Auf der linken Seite. Das wird jetzt schwierig. Also, ich weiß nicht, ob ich genau gefahren bin. Rechte Seite mit dem Hilfer. Fährt nämlich hier links. Ich frage euch was, ich weiß es nicht. Weil so viele nicht gemacht wurden. Also von diesem Feld ist wieder Wurm drin, ein gewaltig. Lass uns hier vorne arbeiten. Das war hier. Rechte Seite. Bin mir nicht ganz sicher. Aber hier hat er noch nicht gemacht. Noch nicht gearbeitet.
Ich bleibe jetzt noch einen Tag dabei. Wir kontrollieren mal, wie ihr das am besten hinkriegt. Ob überhaupt. Wäre schön gewesen, mit der Krone hat es geklappt, aber die Krone kann leider nur einmal mähen und schwatten. Beim zweiten Mal mähen macht es zwar auch, aber nur das frisch gemähte. Ne? Also er kann nicht, dass Gott noch gerade ist, normal schwatten. Ne? Sonst ist das besser gewesen mit der Krone genommen. Ich werde meinen Mähwerk für den Pöttinger wieder nehmen. Von 10 Meter. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht, ich hätte anfangen müssen in der Mitte. Und dann außen. Aber ich will es nicht mehr ändern jetzt. Weil ich könnte es ja ändern will es nicht. Dann müsste ich komplett auf normal machen. Mit Spaten und so. Naja gut, das wird ein kleiner Reinfall werden, die Wiese hier. Die werden nicht optimal alles hinkriegen. Leider. Aber versuchen wir das Beste rauszuholen. Ne? Wir wählen dann mindestens noch einmal in diesem Jahr, vielleicht sogar zweimal. Wir haben jetzt ja Mitte Frühling, später Frühling. Das heißt, jetzt kommt der Sommer. Mitte, Ende Sommer muss das Gras normal wachsen. Deswegen glaube ich auch mit einem Einziehen, weil ich noch drauf düngen muss. Und dann will ich sehen, dass es vielleicht noch anders wird. Können wir den Kurs auch entsprechend löschen, macht keinen Zweck da uns wieder gleich normal zu machen. Ne? Also das ist ein bisschen ungünstig laufen. Also Anfang fällt also Innenspuren, im ganzen Plus die Außenspuren nehmen. Das ist dann besser. Und vielleicht mit ein Außengewände mehr. Also im Prinzip, dass du da mindestens drei Bahnen Vorgewände machen, ne? Also Plusgewinde Gewände in der Prinzip. Das Sammeln klappt ganz gut. Das läuft. Wie gesagt, da muss ich jetzt entsprechend durchziehen. Ich darf ihn nicht kurz unterbrechen. Mittendrin von vorne anfangen, das ist eine Katastrophe. Der fährt ihr dahin, wo er aufgehört hat. Das klappt eigentlich normalerweise. Das sieht ganz gut aus. Weiß nicht, wieso er die ersten Bahnen nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Meine Sorge ist nur, dass die beiden Abfahrer sich investieren können. Leider macht er den ganzen ersten, zweiten Quad teilweise kaputt. Ungünstig. Aber gut, das muss nichts mehr ändern. Aber die Jungs fahren jetzt hier rundherum. Da sollte dann irgendwann auch die Spur schon gesammelt sein. Hätte man das meiste dann retten können. Die anderen sind zum Schluss mal ganz kurz manuell die größten Stellen, die gefehlt haben, nachsammeln. Und am besten einen großen Flieger mit Staubsauger. Also was gibt's nicht. Das ist Gras so schwer. Nö, voll. Sammelwagen ist gut, das klappt gut. Dann wollen wir bald sehen, dass wir das Heu von der Trocknung ins Aal kriegen. Weil dann sind wir richtig bald voll sein. Also Arbeit auch schnell genug. Ab und zu machen wir ein bisschen Minus, weil die Lohnkosten für Kursplay werden abgezogen. Zum Glück habe ich rausgefunden. Habt ihr da ein bisschen gegoogelt. Und ein Arbeitskollege hat es mir gesagt, ich kann sogar den Lohn erhöhen. Und ich habe immer davon gesprochen, dass ich das Lohn gefällt, also dass ich Lohn zahlen will. Aber Akkordlohn wollte ich eigentlich nicht zahlen. Ne?
möchte ein bisschen Geld verdienen. Ne? Nur dazu sagen, wenn wir nachts arbeiten, dann zahlen wir sowieso 50% Aufschlag. Ne? Eben so war das mal gewesen zum Anfang des Vorschlags. Jetzt aber so ist, das weiß ich nicht. Leider ist bei diesem Menü von Cosplayer vieles auf Englisch, also fast alles. Und ich kann kein Englisch und daher ist es für mich dann immer nicht nachvollziehbar, wenn es da das andere steht. Aber die Funktionen, die klappen ja soweit und soweit ganz gut und dann sollten wir auch überlegen, dass es bleibt. Ne? Ja, ich schaue gerade nebenbei auf die Temperaturwerte hier und die Daten von den ganzen System, alles im grünen Bereich, nicht zu heiß. Ich habe mal die FPS-Zahl umgestellt auf 30, den Monitor an sich auf 30, weil OBS hier bei mir über diesem System von Elgato macht sowieso nur 30 und darum habe ich gesagt, okay, dann machst du das hier im Spiel auch auf 30. Optisch zu sehen ist es nicht. Die Sekunde 30 Bilder, ich denke man kann kein Auge erkennen. Dass da vielleicht ein bisschen besser ausmachen. Ich muss jetzt mal die Folgen testen, jetzt hier. Wie es dann aussieht bei YouTube nachher, wenn es hochgeladen ist. Vielleicht kann man ein oder andere mal kommentieren, ob das zu erkennen ist. Die letzte Folge war auch schon auf 30. Man kann es erkennen, oben links und oben rechts, also links auf. Ja, unten ein bisschen oben schon deutlich zu sehen, mit 30 zu sehen. Kann man erkennen. Es gibt zwei Systeme, die messen. Aber beides ist ja das gleiche. Von daher ist es gut zu erkennen. Ich habe auch ein anderes Programm dafür, aber da wird ja die ganze Ecke ausgefüllt. Mit technischen Daten, Prozessor, Arbeitsspeicher, wie viel die Grafikkarte ausgenutzt wird und so, das ist dann ein bisschen zu viel. So. Haben wir aktuell 50 Grad CPU, Prozessor, Hauptprozessor und 52 Grad von Grafikkarten und so weiter. Das ist okay. Ich warte im Prinzip jetzt schon mehrere Tage auf einen neuen Monitor. Ich hatte den bestellt gehabt. Da war er noch nicht verfügbar. Dann später kam die Mail, dass er am 4. kommen kann. Habe natürlich gefreut, ne? Leider hat sich die Bestellung nicht verzögert. Weiß ich. Kommt aus China, weiß man's. Einfalls, sobald er da ist, haben wir auch andere FPS-Zahlen, denke ich mal. Ich meine, ihr werdet davon nichts sehen, ändert sich ja nichts, ne? Weil Seven DCD wird man es erkennen können, denke ich mal, ganz stark, weil der hat bessere Werte. Bleibe hier im Traktor mal drinnen, damit wir sehen, warum er irgendwo festgefahren hat. Ich weiß es nicht. Weil er war ja am verkehrten Ende. Tu mal so, wir sind selber fahren, ne? Lenk mal halt nicht fest, die Lenkung, dass der Arm nicht runterfällt. Ja, 13 haben wir jetzt. Ich möchte das eigentlich in den 4 Folgen jetzt fertig machen, ne? Das ist, mein Ziel, wenn das am besten ist, wenn ein Cosplay-Fahrer das durchzieht, ne? Dann hast du da keine Probleme. Wir gucken mal ins Menü rein und zwar Alt G und zwar das ist die Heutrockner. Und die ist aktiv. Wir haben jetzt Gras schon viertel voll. Diese gut. Läuft überhaupt? Die Haltung aktiv. Wir haben jetzt hier der Heu. Gut, wenn er Heu produziert, ist es gut. Dann ist es sofort weg. Das ist noch ein Liter und Problem. Sehr schlecht. Ansonsten haben wir noch hier Saatgut. Das ist aber jetzt schon original.
Da kann man nicht rein. Das ist Futter. Ach hier. Das Futter ist auch Heufeld. Das stellen wir gerade her. Stroh. Die Station. Und die Lage haben auch noch reichlich. Was fehlt ist Heu. Ich wollte aber kein Heu mehr kaufen. Die brauchen dringend mit Futter, das ist klar, ne? So, Kalkenlager ist eh. Wir haben 30% drin. Aber der stellt nichts her, das ist nur Lager. Da haben wir Schwein gehabt, die es beinahe nicht verfehlt hat. Und das ist immer das Problem, wenn jetzt mehrere Fahrzeuge sind. Also normalerweise sollte eigentlich beim Aktivieren das nicht passieren, ne, dass sie hier einen Haufen fahren. Ne? Das ist hier einmal nasses Gras und noch trockenes Gras. Das erste Mal mähen war das Gras nass, das dunkelgrün und das hellgrüne ist trockenes Gras, aber kein Heu. Das ist nicht zu verwechseln. Heu ist deutlich heller. Ich meine, wenn wir Silage herstellen würden, wäre das jetzt schon Anführungszeichen gefährlich, weil es auch relativ warm ist. Weil wir kein Heu haben wollen. Weil Heu wird ja bei der BGH ja aufgerechnet, aber halt für weit weniger Geld als für Silage. Ne? Silage gibt es ja mehr Geld. Oben links ist bei mir der Inspektor-Mod. Da kann ich sehen. Blähung war schon. Glück auf. Da kann ich sehen, ob alle halbwegs gut arbeiten. Solange da kein Blocking steht und die Geschwindigkeit sich immer mehr weniger wird, ist alles gut. Und ich sehe auch genau, wenn der Gras sammelt, wie Prozente er dann schon drin hat. Ne? Das ist gut. Das sind hier oben die Werte. Also aktuell bin ich jetzt hier drin, weil mein Fahrzeugnummer, keine Ahnung, hier Wessel Ferguson dann ist er, glaube ich. Und die anderen hier, also hier Helfer, das ist aber hier unser Cosplay. Cosplay wird das nicht hier der Helfer wird nicht hinkriegen. Er kann zwar auch schwatten, aber halt nicht so wie wir jetzt fahren. Ne? Ja, und der ist der nächste Schwatter. Das ist dieser Fahrzeug hier, der gelbe. Der arbeitet auch ganz gut. Also wir hatten nur ein Fahrzeug, der hat sich verirrt. Warum weiß ich nicht. Wieso abgekommen vom Kurs? Ist mir jetzt rätselhaft. Das war mal ganz komisch. Bist du woanders? Dann nimmt die tanzen die Mäuse auf den Tisch. Ne? Gut, schon, das soll's für heute gewesen sein. Seid mal schütz und wicke wicke. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter hier im Thüringen mit Grasschwatten und Einsammeln. Also tschüss und wir winken, ciao, bis dann. Tschüss.